Ich zeige dir heute 7 versteckte Funktionen in Logic Pro 11, die alle super nützlich, aber nicht so einfach zu finden sind. Nicht alle sind vom neuen Logic 11 Update, aber die meisten. Legen wir gleich los mit Tipp Nummer 1. Und bei dem geht's um den Drum Kit Designer. Ich habe ihn jetzt hier aufgemacht und ich kann jetzt hier, wenn du ein MIDI-Keyboard angeschlossen hast, kannst du direkt auf Grooves einspielen. Soweit so gut. Was nicht so einfach einzuspielen ist, sind kompliziertere Spieltechniken, wie zum Beispiel Snare Rolls, ja. Das jetzt hier spielen wir, das ist schwierig, oder Crescendos auf dem Becken. Und da habe ich jetzt erst vor kurzem eine ziemlich coole Entdeckung gemacht, und zwar kannst du das umsetzen mit einem Scriptor Preset. Der Scriptor, das ist ein MIDI-FX Plugin, den mache ich hier mal auf. Den kannst du hier öffnen. Und das sieht jetzt alles hier total kompliziert aus. Wir kümmern uns aber gar nicht hier um diese Programmiersprache, sondern wir gehen einfach hier in die Presets. Und hier gibt es, und ich habe es tatsächlich nicht gewusst, ein Preset, das heißt Drum Kit Designer Embellishment. Embellishment heißt auf Deutsch sowas wie Verzierung oder Verschönerung. Was du jetzt hier siehst, sind die verschiedenen Noten. Und hier siehst du jetzt Snare Flams, du siehst Snare Rolls oder Basses. Und das kannst du jetzt hier sehen. Ich gehe gerade, blende mal hier direkt auf mein Keyboard um. Das heißt, das sind jetzt hier zum Beispiel Flams. Oder ich kann jetzt, wenn ich hier Snare Rolls spielen will, oder einen kompletten durchgehenden Snare-Wirbel spielen. Oder hier mit Schlussschlag. Was du auch machen kannst, ist das Crescendo mit dem Becken oder Crescendo auf die Crashbecken. Also das ist wirklich ein ganz heißer Tipp, um professionell Drums zu produzieren. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2, und das ist, wie du Zugriff auf ältere, auf Legacy-Plugins von Logic bekommst, wie zum Beispiel das Plagiverb, oder waren noch ein paar andere Verbs dabei, die ganz gut sind. Und das kannst du machen, indem du, wenn du hier auf den Channel-Strip klickst und Option Control hältst und jetzt hier reingehst, dann hast du eine Option ältere Versionen. Die kommt nicht, wenn du nur einfach so drauf klickst. Und jetzt hast du hier Möglichkeiten, zum Beispiel über den Denoiser zuzugreifen, auf den Groove Shifter Gold Verbs, übrigens auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr gut klingendes Reverb, das ich oft benutzt habe. Oder zum Beispiel hier Guitar Amp Pro. Das ist auch ein sehr, sehr guter Gitarrenverstärker von Logic Pro 9, glaube ich, noch kam der dazu. Und der klingt zum Beispiel sehr, sehr cool auf Drums. Tipp Nummer 3, und das wusste ich tatsächlich nicht, Logic's internes Sound Isolation Plugin, mit dem du ganz einfach Raumhall und Hintergrundgeräusche entfernen kannst. Ich möchte dir das gerade mal kurz zeigen, wie ich meine Videos bearbeite, nämlich mit Clarity und mit D-Verb von Waves, eines der wenigen Waves-Plugins, die ich noch habe. Und die kosten zusammen jetzt 60 Euro, das ist nicht so teuer, aber tatsächlich hätte ich mir die sparen können. Ich habe nicht gewusst, dass es das in Logic selbst gibt. Hören wir uns zunächst mal jetzt diese Aufnahme hier an. Ich war in einem Raum mit recht viel Nachhall. Okay, ich stehe hier in einem Raum, der relativ viel Hall hat, viel Nachhall. Das kannst du auch hören. Ich klatsche auch mal gerade in die Hände hier, da hört man es noch besser. Du hörst also sehr, sehr viel Nachhall und auch Hintergrundgeräusche meiner asiatischen Nachbarn hier. Und jetzt kommt unser Sound Isolation Tool ins Spiel. Das findest du hier unter Audio Units, Apple und dann Sound Isolation. Ich habe es hier schon mal geladen und du hast jetzt hier nur die Möglichkeit Voice und hier hast du einen Wet Dry Mix. Das ist auch noch sehr einfach zu bedienen, nämlich mehr kannst du gar nicht machen. Den drehe ich jetzt nach oben und dann wirst du hören, wie sowohl die Hintergrundgeräusche als auch der Nachhall verschwindet, und zwar bei absolut überzeugender Qualität. Also sehr viel Nachhall, den probieren jetzt mal wegzubekommen mit dem Denoiser von Logic. Im Hintergrund schreit jetzt auch noch jemand rum, aber das ist okay. Du hörst auf jeden Fall, dass hier sehr, sehr viel Hall ist. Nur das Klatschen nimmt er jetzt natürlich weg, weil er das jetzt als Hintergrundgeräusch wahrnimmt. Aber wenn du eine Sprachaufnahme machst, klatscht er ja auch nicht wie ein Irrer in die Hände. Das war nur, um den Hall zu präsentieren. Ich zeig dir es nochmal, weil sie jetzt hier im Hintergrund dann auch wieder hier die Hähne zugange waren und weil sie rumgeschrien haben oder sich unterhalten haben, wie gut das wirklich funktioniert. Ich bin jetzt mal wegzubekommen mit dem Denoiser von Logic. Im Hintergrund schreit jetzt auch noch jemand rum, aber das ist okay. Du hörst auf jeden Fall, dass hier sehr, sehr viel Hall ist. Also finde ich absolut überzeugendes Ergebnis, das Sound Isolation Plugin, und wir bekommen es in Logic geschenkt.
Tipp Nummer 4 ist eher eine organisatorische Sache bei der Arbeit mit Fenstern, aber die finde ich auch super nützlich und auch die habe ich erst vor kurzem entdeckt. Zum Beispiel, wenn du hier den Piano Roll Editor offen hast, wenn du jetzt nur mit einem Monitor arbeitest, wie ich jetzt hier gerade in den Philippinen, normalerweise habe ich zwei, aber wenn du nur einen hast, dann benutze ich tatsächlich auch öfter hier diese Floating Windows, dann kann ich die hier auf und zu machen. Aber was ich nicht wusste, ist, wenn du hier mit Doppelklick drauf gehst, und zwar hier oben, dann kannst du die schnell größer und kleiner machen. Siehst du das? Ich gehe jetzt mal hier auf den Mixer, mache den schnell größer und kleiner. Und auch hier kannst du super zügig arbeiten und dich in einem Arrangement-Fenster oder wo auch immer bewegen. Tipp Nummer 5 sind Artikulationssets, vor allem beim Bassplayer, aber auch bei den kompletten neuen Session-Playern. Ich habe es jetzt hier beim Bass mal gemacht, weil der hat hier die meisten Neuerungen. Wenn wir den jetzt hier mal spielen lassen, dann hast du hier Artikulationssets, die gab es vor Logic Pro 11 auch schon, aber hier hast du jetzt wesentlich mehr Möglichkeiten und vor allem klingen die auch nochmal viel, viel besser mit den neuen Bassplayern oder mit den neuen Session-Playern-Instrumenten. Zum Beispiel kann ich jetzt hier Slides machen, weil das klingt jetzt ja alles so ein bisschen langweilig. Wichtig ist jetzt hier, wenn du sliden möchtest, musst du die Note hier drüber ziehen und dann diese Note hier auswählen. Slide Fast habe ich hier jetzt schon ausgewählt und dann slidet er hier rein. Also das klingt wirklich cool. Du kannst hier auch super genaue Spiel- oder Artikulationen benutzen. Zum Beispiel können wir hier jetzt benutzen, dass ihr hier nur Dead Notes benutzt oder Dead Note mit Harmonics. Das heißt ja auch gleich noch, ist wirklich sehr, sehr realistisch. Oder Dead Notes mit Harmonics. Das klingt wirklich super, super realistisch, finde ich. Ja, dass du jetzt die Harmonie noch ein bisschen hörst, wenn es nicht ganz mutet, der Bassspieler. Du kannst Flam Notes spielen, Fast Slides, Vorschlagsnoten. Also hier kannst du wirklich sehr, sehr realistische Bass-Performances programmieren. Aber wie gesagt, es gilt nicht nur für den Session-Bass-Player, es gilt auch für den Keyboarder und für den Drummer. Wenn wir schon über Artikulationsmöglichkeiten sprechen, wenn wir schon über den Session-Bass-Player sprechen, dann machen wir gleich mit dem auch weiter und hören mal jetzt zunächst hier in diese Performance rein. Das hört sich jetzt hier alles schon ganz gut an und du siehst hier rechts hast du bei dem Session Bass Player ein Main Window und ein Details Window. Hier kannst du jetzt sehr, sehr genau einstellen, das Release Noise, wenn er die Saite loslässt, Hum und Hiss, auch wenn die Saiten gegen den Bund schlagen oder das String Noise. Und hier siehst du jetzt, nur um dir mal zu zeigen, wie genau sich die Entwickler hier Gedanken gemacht haben, Scrapes. Was heißt Scrapes? Also Kratzer. Und Kratzer können nicht entstehen, wenn der Bassplayer mit dem Finger spielt. Ich schalte jetzt mal auf Pick, also auf Plektrum. Wir gehen wieder in die Details und jetzt siehst du auf einmal, dass diese Scrapes, also diese Kratzer, dass die aktiv sind. Und wenn du jetzt mal ganz genau hörst, wenn der Bass spielt, wie genau das programmiert worden ist, wie genau das gesampelt worden ist, wie du jetzt auf einmal die Scrape-Geräusche oder Kratzgeräusche vom Plektrum an der Saite hörst. Also Wahnsinn, wie viel Gedanken sich die Logic-Entwickler hier gemacht haben. Übrigens, falls du neu bei Logic bist oder von einer anderen DAW ist, umgestiegen bist und mehr solcher Tipps möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du diese DAW, wie du Logic Pro 11 für dich individualisieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic Pro 11 massiv beschleunigen kannst. Also Logic-Workflow-Checkliste, das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Jetzt machen wir weiter mit Tipp Nummer 7. Hier dreht sich alles um die neuen Chord-Track, um die neue Akkordspur beziehungsweise um die Chord-Track-Funktion. Wir nehmen mal kurz hier in das Arrangement rein, jetzt mit Keyboards, die habe ich dazu noch als MIDI-Spur eingespielt. Okay, holen wir uns jetzt noch schnell unseren Keyboarder mit dazu. Und ich möchte jetzt hier unter dieses E-Keyboard hätte ich gerne noch eine Fläche. Ja, und da wähle ich hier einfach aus. Das ist eine Möglichkeit, das ist einfaches Pad. Das habe ich bei dem anderen YouTube-Video schon gezeigt, wo ich den Session-Keyboarder recht genau erkläre. Unbedingt anschauen, das ist ein 20-minütiges Intensiv-Tutorial, findest du hier auch auf meiner Playlist. Ich gehe also auf einfaches Pad und dann klingt das so.
was ich jetzt machen möchte, ist, ich hätte gerne diese Chord Progression hier abgespeichert, und zwar in meinen Loops. Und das geht ganz einfach jetzt in Logic Pro 11. Und zwar wähle ich jetzt hier aus bei meinem Keyboard, es muss also ein Session-Instrument sein, natürlich ein Session-Player, ansonsten kannst du die Chord Progressions hier nicht mit reinziehen in den Loop-Browser. Und dann wählst du einfach aus, Akkorde der globalen Spur einsetzen. Das bedeutet, die Akkorde der globalen Spur, die Akkordspur gehört zu den globalen Spuren. Und wenn ich das jetzt hier angebe, dann siehst du, dass hier unten jetzt die Chords erscheinen. Ja, alles, was ich jetzt noch machen muss, ist einfach meinen Loop-Browser zu öffnen. Und jetzt kann ich direkt hier reinziehen. Und ich würde jetzt also hier sagen, das sind jetzt Keyboards. Du gibst dann ein C-Dur, das würde in dem Fall jetzt stimmen. Kannst noch ein paar andere Sachen eingeben und könntest es dann erzeugen. Und dann erscheint dein Loop hier direkt unter diesen Loops hier, unter den Session-Player-Loops. Und da siehst du auch schon, die haben hier diese Chord-Progression schon mit dabei. Und genauso kannst du deine eigenen Loops hier auch reinziehen und speichern, deine eigenen Chord-Progressions, was auch super nützlich ist zum Arrangieren. Jetzt interessiert mich natürlich, hast du alle diese Tipps schon gekannt und hast hier gar nichts Neues gelernt? Oder war hier auch was Nützliches für dich dabei, was du noch nicht gekannt hast? Oder kennst du vielleicht einen Tipp, den ich noch nicht kenne? Dann schreib mir den mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, falls du weitere Videos über Logic Pro 11, über das Logic Pro 11 Update sehen möchtest, dann empfehle ich dir diese Playlist. Schick dir viele Grüße noch die nächsten 3 Wochen aus Asien. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!